In diesem Video erzählen wir über die Einrichtung des Arbeitsraums sowie über die Speicherung dieser Einstellungen. Öffnen wir das Diagrammfenster. Wählen wir das Instrument Timeframe und den Charttyp aus. Jetzt richten wir dieses Chartfenster ein. Entfernen wir zum Beispiel die Boglinien, die auf dem Chart standardmäßig gespiegelt werden. Die Volumenseitenhistogramme und die Deltaseitenhistogramme lassen wir auf dem Chart. Um das zweite Fenster mit denselben Einstellungen zu öffnen, gehen wir zu Setup-Menü und klicken wir auf die Taste Clone Window. Dann wird das Fenster mit denselben Einstellungen zusätzlich geöffnet. Da ändern wir den Ticker. Zusätzlich machen wir ein paar Fenster mit anderem Timeframe für jedes Instrument auf. Das Fenster kann man auch mit Hilfe des Kurzbefehls Ctrl+Alt+C duplizieren. Wenn der Arbeitsraum bereits eingerichtet ist, gehen wir zum Fenster MarketWatch. Speichern wir Layout. Geben wir den Namen ein und bestätigen wir die Veränderungen. Layout speichert den Fensterset, Position der Fenster auf den Bildschirmen, die Farbeneinstellungen und Optionen. Es ist anzumerken, dass Limits und Linien automatisch gespeichert werden. Das heißt, wenn man neue Linien auf den Chart hinzufügt oder die Limits ändern, werden sie automatisch gespeichert. Bemerkenswert ist auch, dass alle Einstellungen auf unseren Servers behalten werden und zu ihnen haben sie von jedem Gerät den Zugang. Wenn zum Beispiel Ihr Computer kaputt wird, dann haben Sie den Zugang zu Ihrem Account mit denselben Einstellungen von jedem anderen Computer. Abschließend ist es anzumerken, dass es integrierte Arbeitsräume auf Wolfix Plattform gibt, Desktop. Mit einem Klick können wir zwischen den Fenstersets von verschiedenen Instrumenten umschalten. Der Link über die Desktop-Einstellungen finden Sie in der Beschreibung.